Manche mögen es so. Manche mögen es so. Und manche mögen das. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Ausgabe von Tommys Popshow Extra, zur letzten Ausgabe in dieser Reihe. Und wir haben uns gedacht, laden wir ein paar Leute ein, damit wir nicht so alleine sind. Ein paar Onkels von mir wollten auch zugucken. Deswegen haben wir einen größeren Raum genommen. Herzlich willkommen in der Westfalenhalle in Dortmund. Wow, so. Ihr seht also, ihr seid zu einer super Fete eingeladen. 21 Rockgruppen sind dabei. Die ganze Sendung geht in 12 Länder. Als da sind Bulgarien, Belgien, Finnland, Schweiz, Portugal, Schweden, Österreich, Italien, Jugoslawien, die Türkei, Dänemark und die Sowjetunion. Hey, Mr. Andropov, keep rocking! Damit das auch über die Fernsehschirme geht, haben wir 27 Kilometer Kabel verlegt. Wir haben 2000 Scheinwerfer aufgehängt. Wir haben 6 Kameras dabei. Das ist einer von den Kameraleuten. Henning, bist du gut drauf? Ich bin sehr gut drauf. Wann fangen wir an? Wir fangen gleich an. Hier ist die erste Band zum Ankochen in Dortmund. Spider Murphy Gang! Was ihr optisch gedruckt, der Tonner. Übsteig ein, der Summer Rock'n'Roll Band. Und auf dem Weg noch wieder. Übsteig ein, der Summer Rock'n'Roll Band. Und fang mal an zu singen. Hey, baby, 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 wir sind die ganze Nacht schon unterwegs und alle ganz. Marschieren wir heute, bist du spät schon wieder näher. Du, Chiro, wir sind ein Rock'n'Roll Band und laufen wir noch mehr. Du, Chiro, wir sind ein Rock'n'Roll Band und fangen an zu singen. Wir sind ein bayerischer Band, wir sind ein bayerischer Band, wir sind ein bayerischer Band, wir sind ein bayerischer Band. Rock'n'Roll, bei Josh, du spielst ein Horse-Game. Hey, baby, 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 das ist der pure Wahnsinn. Ja, das singt ja mit einem bayerischen Slang. Übt er ein, das ist eine Rock'n'Roll-Band und spielt jetzt auch mit mir. Übt er ein, das ist eine Rock'n'Roll-Band und fangen wir an zu singen. Wir sind eine bayerische Band. Wir sind eine bayerische. Merci.
wunderschön. Vielen Gruppen, die heute Abend auftreten, wer eine Zugabe haben wollt, aber wir schaffen es einfach nur, wenn wir es wirklich durchziehen, weil es so viele sind. Und ich kann euch versprechen, jeder dieser Gruppen hat in diesem Jahr einen super Hit gehabt. Das war einer der Riesenhits dieses Jahres. Oh oh, vamos a la playa. Hier ist Rigera!
seis gatos. Sin agua florecente. Jetzt gibt es eine Gruppe, die Wahnsinnserfolge in Deutschland und in ganz Europa hat. Das spricht ja auch für unseren guten Geschmack. Hier sind sie, Bartley James Harvest. Watching the world as it's sailing in its own fire.
Cause those we spin and wet, taking our chances on where we begin. Up above, the rain is falling on me. Life is for living and living is free. You to me are like the sun in the sky. See how you fly, give that wings of your own. You to me are love. The circles we spin, taking our chances on where we begin. Up above, the rain is falling on me. Life is for living, and living is free. You to me are like the sun in the sky. See how you fly, you have wings of your own. You and me, our love will last without end. Ride with the wind, won't you follow me home? The feeling of the bar and the beauty.
souls of our bygone years as we ride through their ancient tears to a place, to a time where we'll all be safe to gallop on in the breaking waves. And prayers hold us caballos, prayers hold us caballos, prayers hold us. James Harvest. Was wäre eine super Party ohne Superstars? Wir haben einen, der in diesem Jahr noch dazu einen super Hit gelandet hat. Robin Gibb. It's a Juliet. Ricky Poveri. Gerade in diesem Jahr gab es viele Hits aus Italien.
Und jetzt haben wir wieder einen Superstar. Es gibt Leute, wo es gar nicht so wichtig ist, ob die mal ein Jahr einen Hit haben oder keinen. Dieses Jahr hat er einen Superhit. Er ist nach wie vor ein Superstar und er ist bei uns. Ladies and Gentlemen, a welcome for Elton John! You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Momentum cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you. Number four, she met, she was mine.
your face. And when he slipped on the ring, I knew everything would never be the same again. But if the groom would have known he'd have had a fit about his wife and the things we did. And what I'm trying to say, fantastic to have you on the show. Das war ein Riesenhit in England, ist gerade in England ganz weit vorne und vielleicht auch bald bei uns. Meine Frage jetzt an ihn, was ist sein Herzenswunsch für 84? Er ist ja auch Vorsitzender von einem Fußballclub, Watford. What is your wish, football fans? What is your wish for 84? Being number one in the charts, Elton John, or being number one in the league with Watford? Both, thank you. Both. Er wünscht dir alles beides. Nummer eins zu sein in den Charts und Nummer eins zu sein mit seinem Fußballclub. Ich liebe ja die langsamen Lieder von Elton John ganz besonders. We love your slow songs. You're gonna play us one, which is Blue Eyes. Elton John and a Blue Eyes. Blue Eyes. Baby's got blue eyes. Like a deep blue sea. Baby's got blue eyes.
Das war in England die Nummer 1, war bei uns die Nummer 1. Vielleicht wird das der Hit des Jahres. Aber zwei Jungs aus Dänemark sitzen ihm ganz nah auf den Fersen. Lay back, it's the sunshine. Thank you. Way back at the High Society Girl. Falls zu Hause übrigens jetzt so langsam jemand müde werden sollte, ist ja mitten in der Nacht, dann habe ich einen kleinen Trost für euch, wenn ihr jetzt ins Bett müsst. Wir wiederholen das Ganze nochmal. Am 2. Januar, am Nachmittag, könnt ihr das alles nochmal sehen. Ich glaube, hier in der Halle ist niemand müde, oder? Geht's euch gut? Okay. Wir sind immer noch ausverkauft. Einige sitzen sogar da oben. Guck mal, da sind unsere Beleuchter, die hängen da runter. Meine Herren, alles klar? Okay, so, wir kommen zum nächsten. Wenn man so ein Programm zusammenstellt, dann sagt man also einen, den wünsche ich mir ganz besonders und der muss kommen, egal was passiert. Der kommt jetzt. Vor 5 Jahren habe ich schon gewusst, dass er eines Tages bei den ganz Großen dabei ist. Jetzt ist es soweit. Here is Chris Dabberg.
was late last night on the open road, speeding like a man on the run. A lifetime spent preparing for the journey. He is closer now when the search is on, reading from a map in the mind. Yes, there's the ragged hill and there's a boat on the river. And when the rain came down, he heard a wild dog howl. No, a voice says in the night, don't do it. Voice says out of sight, don't do it. Too many men have failed before. Whatever you do, don't pay the ferryman. Don't even fix a price. Don't pay the ferryman until he gets you to the other side. In the rolling mist, then he gets on board. Now there'll be no turning back. Beware that hooded old man at the rudder. And then the lightning flashed and the thunder rolled, and people calling out his name. And dancing bones that jabbered and I'm on the water. And then the ferryman said, there is trouble ahead. So you must pay me now. Don't do it. You must pay me now. Don't do it. I still that voice came from beyond. Whatever you do, don't pay the ferryman. Don't even fix a price. Don't pay the ferryman until he gets you to the other side. Thomas, great to be back in Germany. Er freut sich, dass er wieder in Deutschland ist. Chris, how are you going to spend Christmas? I'm going to spend Christmas watching you on the television. Oh, come on. Er wird also sich zu Weihnachten Fernsehen angucken und jetzt wird er ein Weihnachtslied. Oh, that's nice. Jetzt wird er ein Weihnachtslied singen. You're going to sing a Christmas song now. Yes, this is called Where Peaceful Waters Flow. Chris Stoberg. Here on the journey for a glimpse of paradise. It's getting hard
Checky Stevens cried just a little bit. Hello, Checky. Hello. Hey, ihr weint ja wirklich, Mensch. They really cry, you see. Ihr habt leider gleich noch mehr Anlass zum Weinen, weil Checky jetzt mit einer anderen Dame gemeinsam singen wird. She's gonna sing with a beautiful lady. You wanna see the lady you're gonna sing with? Yeah, but before that, let us say thank you for all the flowers and the ties you've thrown up here. Thank you very much. And I wish you all a Merry Christmas. Thank you very much. And bring the lady on, why not? Yeah, here's the lady. Checky and Steven sing mit einer wunderschönen Madame. Ich hol sie gerade. It's Bonnie Tyler. Checky and Bonnie. Eine Weltpremiere. A rocking good one. From the heart. Direkt vom Herzen für Bonnie Tyler. Geht's euch noch gut, ja? Henning, geht's dir auch gut? Ja, wunderbar, die heizen uns ja schwer ein hier, die Jungs. Schwitzt du? Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen ist auch richtig. Jetzt dürft ihr schwitzen bei einem Rätsel. Wir haben ja in jeder Popshow so ein kleines Rätsel gehabt. Jetzt kommt ein Mann, der eigentlich auch zu den Hitsängern des Jahres gehört. Hier ist sein neuer Titel. Ich sag nicht, wie er heißt.
versuch. Gazebo! Dankeschön. Ihr habt die längste erkannt. Hey! Nice to have you on the show. And I've got a nice thing for you. Oh, was Hübsches für ihn. Eine goldene Schallplatte für 500.000 verkaufte Kopien von I Like Chopin. Dankeschön. Gazebo! Thank you. Listen, can I ask you a favor? Yeah? Could you play the piano for the next song? I'd like to. I know you're a great pianist. I love you Chopin. You have to do that for me. Okay. Also, pass auf. Sie sehen jetzt Gazebo mit I Like Chopin. Am Piano einen unbedeutenden Nachwuchskünstler, der sich bemüht. Hier ist Gazebo, I Like Chopin. Chopin,
Und jetzt kommt meine große Chance. Es kommt eine hübsche Dame. Sie steht auf. Danke. Wir düsen im Sauseschritt zur nächsten Gruppe. Am Anfang des Jahres waren sie auch noch nicht so erfolgreich wie jetzt, aber jetzt sind sie ganz vorne. Er hat gestern Geburtstag gehabt, der Sänger der Gruppe, Nick Bax. Happy Birthday! Thank you. And here we go with Katja Kuku! Okay, gentlemen, clap your hands. Yeah. See my face, you know where I feel. Walking in jungle, cruising down Boulevard, part of the race, taking a tumbler. Just see me in my way.
Thank you. Vielleicht kauft er sich von dem Geld für den Auftritt einfach Schuhe. Und jetzt sind sie da, zurück von ihrer Volkstournee von Dortmund bis Rio. Hier ist Trio! Thank you.
Kommt nochmal, aber im Moment ist bei uns Herz Trumpf. Alle, die vielleicht jetzt doch ins Bett gehen wollen, nochmal der Tipp, wir wiederholen am 2. Januar. Aber jetzt zum Abschied noch was zum Träumen. Wir machen noch weiter, keine Angst, kommen noch einige Kracher. Jetzt aber erst was fürs Herz. I need you. F.R. David! Street.
words don't come easy. I'm just a music man. Melody is so far my best friend. But my words are coming out wrong, God. I reveal my heart to you then. Hope that you believe it's true. Jahre ist er alt. Darf heute aber lange aufbleiben. The long night for you, huh, tonight? Yeah. Yeah? Do you like James Bond? Yeah. Yeah? And Mark James Bond? You're gonna be James Bond maybe one day? Might be, I don't know. Okay, vielleicht wird er eines Tages selber Geheimagent. Here is Musical Youth, including Calvin and 007. Musical Youth! A special request on the popular demand. To all the good boys, in on it, dance! Oh, oh, seven. Oh, oh, seven. At Ocean 11. I do what I go here. Cause they won't touch here.
Musical Youth. So, macht's euch noch Spaß, hä? Ja, okay. Wir schaffen noch eine Runde. Ich muss mal fragen, wie es ihm geht. Bist du noch bei der Sache? Ja. Natürlich, ich habe ja schon Blumen gekriegt. Oh, oh, die waren bestimmt für Shaky. Ja, waren die für dich, ehrlich? Natürlich. Waren die für mich? Warum kriege ich keine Blumen? Na gut. Noch eine Runde. Hier ist eine Supergruppe aus England. Sie hatten einen Riesenhit. Ein Bonbon kriege ich wenigstens. Ein Riesenhit. Thank you. Dankeschön, sage ich jetzt auch euch. Ich möchte euch jetzt ein frohes Weihnachtsfest wünschen und einen guten Rutsch. Wir haben auch noch ein schönes Weihnachtslied zum Abschied, wo wir auch noch ein bisschen uns alle von euch verabschieden. Wollt ihr immer mal ein Weihnachtslied mit dir zusammen singen? Machen wir das mal? Gerne. Okay, dann machen wir mal beide. Hä? Thank you.